Ja, Dino Topmöller, ihr seid weitergekommen. 2 zu 2 gegen Legia Warschau hat gereicht. Ich denke, ihr habt die Grundlage in Warschau liegen erst eine halbe Stunde heute. Das war eine super Vorstellung. War das auch so von dir erwartet in dieser Art und Weise, wie ihr besonders in den ersten 30 Minuten heute gespielt habt? Ja, das ist also Schweiß in den Jobs für uns jetzt dann noch besser geht, so wie wir es gemacht haben, vor allem in der ersten halben Stunde, auch insgesamt in der ersten Halbzeit. Das war schon fußballerisch auf einem richtig hohen Niveau, wenn man die zwei Tore sieht, wie wir die rausgespielt haben. Traumhaft. Und zweite Halbzeit haben die Jungs dann natürlich einen riesen Kampf geliefert, weil wir wussten, dass Legia dann nochmal nachlegen würde. Und mit der individuellen Qualität, die diese Mannschaft dann auch einfach hat, war es klar, dass wir in die Defensive gedrückt werden. Aber wir haben uns gegen alles gestemmt, haben ziemlich viel verteidigt. Nicht alles, dass es auch nicht möglich ist. Und ja, mit diesem gewissen Matchglück, was wir dann heute auch hatten, haben wir dann, glaube ich, insgesamt über zwei Spiele auch verdient die Qualifikation geschafft. Jetzt habt ihr den hochdekorierten polnischen Meister ausgeschaltet. Jetzt könnte man meinen, dass der rumänische Meister Cluj auch kein Problem mehr ist auf dem Weg in die Gruppenphase. Aber ganz so leicht ist es, glaube ich, nicht. Nee, also wie gesagt, wir sind jetzt erstmal, genießen jetzt mal den Moment, weil es ist schon außergewöhnlich, was wir jetzt erreicht haben. Und jetzt müssen wir uns auf den rumänischen Meister vorbereiten. Cluj, die waren vor einigen Jahren, glaube ich, auch in der Gruppenphase in der Champions League, glaube ich, gegen Bayern sogar. Also das ist mit Sicherheit nochmal eine ähnliche Hausnummer wie Legia. Aber die Jungs haben bewiesen, dass sie auf dem Level konkurrieren können. Und jetzt müssen wir nochmal so zwei Spiele raushauen. Vielleicht noch zu deiner Person. Du hast jetzt in Luxemburg nachhaltig Erfolg gehabt, sowohl auf der nationalen Ebene mit Meisterschaften, Pokalsieg, jetzt auch auf internationaler Ebene. Das ist eigentlich eine gute Visitenkarte, dann auch um weiterzukommen. Oder wie wohl fühlt sich Dino Topmöller in Luxemburg? Oder wie sind so die mittel- und langfristigen Planungen? Ich denke, ich sehe mich da absolut als Teamplayer, als Teil von großem Ganzen. Sehe mich da nicht so wichtig. Wir versuchen natürlich unsere Impulse zu geben aus dem Trainerteam. Es macht mir Spaß, die Arbeit mit den Jungs. Die Jungs, die setzen das natürlich dann auch, sage ich mal, richtig gut um, vor allem jetzt in diesen beiden Spielen. Und deswegen gibt es für mich erstmal jetzt auch keinen Grund, an irgendwas anderes zu denken, weil die Arbeit einfach hier im Moment mit der Mannschaft Spaß macht und alles andere gibt sich dann sowieso von selber.